Du darfst meine literarischen Ergüsse doch nicht, literarisch. Ergüsse. Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge des Let's Play Togethers mit den zwei Sparkos, die sich gegenseitig verprügeln. Geil, oder? Ja, jetzt bin ich. Auch sehr vorteilhaft auf jeden Fall. So, jetzt reicht mir nicht, müssen wir das wegnehmen. Gib's her. Gib's her, du bist tot. Zieh dir meines Ernst, gib's her. Nimmst du schon auf, Michi? Ja! Gib's her. Ich mach das los. Ich mach einfach wie. Weißt du was? Der redet nicht mehr mit uns. Hä? Hört ihr mich nicht? Hört ihr. Moment. Moment. Was war das für eine Folge? Was soll ich das wissen? Moment. Hm. Besser. Ja. Hm. Michi, was war das für eine Folge? Keine Ahnung, ich nehm schon auf, schon eine Minute. Ich merk einfach nicht, dass ihr nicht wisst, dass. Also, ich merk einfach nicht, dass ihr mich nicht hört. Naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben in der letzten Folge die Wand des allmächtigen Sigithus gemacht. Könnt ihr auf jeden Fall mal. Oh ja. Assassin Blessum. Oh ja. Das wäre jetzt echt so ein King. Könnt ihr auf jeden Fall beim Assassin Blessum TV vorbeischauen, da seht ihr, wie wir die kreiert haben, beziehungsweise ich die kreiert habe und die zwei Creeper-Löcher gemacht haben. Und, ja, lass mal ein Haus weiterbauen. Also, wir brauchen Glas. Silly, kannst du dich um Glas kümmern? Schaffst du das? Oh! Haben wir Sand? Yes. Ja. Ja. Kümmer dich mal um Glas, okay? Jo, mach ich. Ich muss währenddessen weitere Schilder beschriften. Da kriege ich, glaube ich, gerade noch so hin mit dem Glas. Ich überlege gerade, was kann man noch so auf so eine Silly-Wand schreiben? Erinner dich mal, ja, jetzt habe ich noch was. Das ist ein Insider, also das werden die von das werden die alle nicht checken, aber scheiße, auch Flo wird es checken, deswegen ist es lustig. Was denn? Komm rein. Ja, ich warte mal. Zack. Zack. Okay, ich kann mal aus die schließen. Nein. Passt. Komm, Flo. Ja, ich warte mal, ich muss mal kurz was anhören. Ja, macht einfach in meiner Folge seine Folgenbearbeitung. Machst du doch auch immer. Aber ich darf das. Sei froh, dass ich dich nebenbei render, Alter. Wird ein bisschen was vom PC dann für drauf gehen, ne? Oh. Also langsam schaut das aus echt wie so ein griechischer Tempel. Nee, okay, bisschen. Ja, es wird ja kein griechischer Tempel, aber es schaut halt so bis jetzt so aus, ne? Mit diesem Eingang, mit diesem Wasser. So, was? Aber Silly kann... Let's tun. Also Silly hat gerade mehr Bock auf einen römischen, also lass mal einen römischen bauen. Jo. Lass mal alles wieder abreißen, einen römischen Tempel bauen. Warte, ich baue schnell ein paar Säulen hierher. Ja. Sind das nicht schöne Säulen? Ja, warte, ich muss kurz ein bisschen beschriften. Warte, nee, ich brauche Silly-Säulen. Warte. Nein, hör auf. Lass mich bitte mal kurz schreiben. Das hier ist eine Sie. Okay, das schaut richtig behindert aus. Lies das Schild. Er darf es nicht lesen. Das ist gemächt, das halt ihm sie. Das lassen wir zerstören, bis wir das nächste Mal aufnehmen. Das haben wir eh schon vergessen, okay? Soll ich dir sagen, dass du einen Tee vergessen hast? Ach, scheiße. Ich muss das korrigieren. Na, ich korrigiere das jetzt nicht, Alter. So, ich baue jetzt mal die zweite Etage. Ich nenne das jetzt einfach so, wie es aussieht. Fertig. Er lacht sich selber aus. Ich schreibe einfach Silly an den Penis und er lacht. So. Alter, nee.
Jetzt stimmt's wenigstens vom Größenverhältnis. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich hab keinen Sandstein mehr. So, liebe Grüße an dich. Hey, was ist das? Das ist ein L. Das ist jetzt ein Turm. Zerstören. Zerstör's. Und ich muss kurz die. Mann, ey, wir machen hier nichts wirklich Produktives in der Folge. Nein, wirklich. Von euch kann man wieder Sand holen gehen, weil ich gehe nicht nochmal. Ja, Silly, weil der hat letztes Mal keinen Sandstein geholt, als wir alle zusammen weg waren. Der hat nur Sand geholt. Also muss der gehen. Dafür habe ich den meisten Sand geholt. Oh, also was ist wohl besser? 2 Stacks mehr Sand oder 3 Stacks Sandstein? Der Sand, weil den kannst du auch noch zu Glas machen. Oh, jetzt geh holen. Mann. Geh holen. Darf ich mir Schaufeln machen? Ja, das schon. Nein, du musst. Ach ja, da muss ich Sandstein holen. Oh. Wieso Schaufeln? Spitzhacken. Ja, für den Sand, der da drauf ist. So. Achso, ja, kannst mal. Ja, der macht jetzt hier unser ganzes Eisen zu schaufeln. Von allem Stack einfach nehmen, ne? Ein Stack na, Eisen und 2 Stacke Stöcker. Nee. Ich fühle mich jetzt einfach so ein bisschen im Cinema-Modus, okay? Warte mal, das sollte so passen. Wenn ich es unter dem Zeitdruck trotzdem, den ich gerade habe, mit dem Schneiden und allem, wenn ich es trotzdem noch hinkriege, Flo, mache ich jetzt, während du da gebaut hast, eine richtig dramatische Musik dahinter. So eine. Dum, 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 dum. Wer wird Millionärmusik? Dun, dun, dun. Die habe ich leider nicht. Wer hat einen kurzen Penis? A. Silitus, B. Silitus, B. C. Silitus, D. Silitus. Ich füge jetzt einfach so eine Kinderanimation an. Los, Kinder, helft mir zu finden, wer den kürzesten Penis hat. Und dann blende ich einfach so ein. Sili. Sili, Sili. Die Auswahl ist ziemlich schwer. Das mache ich jetzt. Ist mir scheißegal, ich mache das jetzt. Ihr macht's einfach jetzt. Ja, genau jetzt. Hier hoch. Ey, deswegen schaue ich dir so zu, wie du so sexy baust. Da macht doch wenigstens auch was, oder hast du nichts mehr? Ich habe ja noch Sand. Du musst mir aber sagen, wie ich bauen muss. Ich habe gleich nichts mehr. Hier baue das einfach hier nochmal so wieder hinten. Und wo soll ich da anfangen? Da üben einfach. Guck. Da drüben. Also einfach nur 2 mehr hoch. Sie läuft einfach hier rum und macht gar nichts. Hä? Sie läuft einfach rum und macht gar nichts. Nee, der ja, läuft da hinten und hat, er läuft ins Sand holen. Ich kann noch eine Spitzhacke, glaube ich. Ja, ich habe keinen gefunden und ich bin wieder da. Ein paar Spitzhacken mache ich mir, glaube ich. Alter, so, ne? Also jetzt hier einfach ab, warte ich hier. Nee, ich habe hier 2 hoch. Warte mal gleich. So gleich. Ah, geh weg! Stimmt das? Hey, was? Ja, was sie. Ich schau grad. Stimmt hey, warte mal. Ach nee, das war der falsche. Das war so ein Smooth Stone, oder? Was war denn das? Ja, das war Smooth. Smooth? 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 Ist ja ein Smooth Sandstone. Das muss mit normalem Sandstone gemacht werden. Kann ich das wieder zu normal machen? Nee. Das kann man zu Smooth Sandstone kann man zu Smooth Sandstone verkraften. Ja, oh, ist doch geil. Weißt du, ich oder? Ich bin noch so Sandstone Slaps, ich weiß nicht. Wir haben mit der Folge einfach nichts Produktives gemacht. Kann ich ja auch Sandstone Slaps nehmen? Das fällt doch. Nee, die brauchen wir eh noch. Hab ich einfach echt nichts Produktives gemacht. Wir haben jetzt schon 9 Minuten und wir haben einfach nichts gemacht. Einfach gar nichts. Doch. Guck, das ja. Ein bisschen weiter gebaut. Und wir haben Sigil zu Sand holen verdonnert, der einfach die ganze Zeit jetzt nichts mehr gesagt hat. Ist mir aufgefallen. Jo. Alter, die Konzentration ist tot. Ich stell mir das gerade so vor, wir laufen jetzt so 100 Blöcke in die Richtung, dann steht Sigil einfach nur so blöd rum auf seinem Bildschirm und schaut währenddessen irgendwelche YouTube-Videos. Guckt so ein Tutorial, wie man Sand farmt. Sand farmen im
in Minecraft. Ich guck jetzt, ob's das gibt. Ja, es gibt bestimmt den Fackeltrick hier. Sandfarmen. Sandfarmen. In Minecraft. Wenn du es eingibst, kommt echt. Da kommen 7 Seiten. 7 Seiten zu Sandfarmen. Best Sand and Gravel Generator for Minecraft 1.7.9. Alter, wer macht das? Sand and Gravel Generator? Wie macht man das denn bitte? Indem du in Creative gehst und es hierher cheatest. Nee, keine Ahnung, wie das gehen soll. Jetzt gehen wir anschauen, meine Freizeit. Nächste Folge. Also eine Folge ist einfach verloren gegangen, aber wir haben jetzt die Kisten versetzt. So ungefähr. Ja, nee. So, also, ja, die letzte Folge ist leider verloren gegangen und auf einmal steht so ein richtig fertiges Haus da. So mit Goldblöcken und allem verziert, ne? Voll aus Diablöcken. Und wir haben alle vollen. Ich hab dir den Kill geklaut. Warte mal, mich ruft wer an. Hä, hey, was denn echt? Nee, war es denn unecht? Ja, nee, in Skype oder in echt meine ich jetzt. Klang wie in echt. Ich hab nichts gehört. Tja. Ich bin gerade beschäftigt. Ich hau gerade Sand ab. Ja, ich baue gerade Flo zu. Warte. Hab ich Sand? Oh, ich hab keinen Sand, fuck. Wieder da. Nimm meinen Scheiß. Hä? Was ist das? Das ist die Baumform. Hä? Ich hab dich nicht zugebaut. Ich wollte ja eigentlich noch viel länger zubauen, aber du warst nicht weit. Ja, die Baumfarm hat ihren Zweck erfüllt. So. Ohne Witz machen. Was machst du, Sili? Du hast gelacht. Du darfst nicht lachen. Wenn du lachst, machst du irgendwas Komisches. Das war ich hab's dann. Keine Ahnung. So. Hey, Sili, wenn du kommst, haben wir eine Aufgabe für dich. Okay, ich komm nicht. Er baut sich jetzt einfach so sein eigenes Haus, seinen seinen römischen Tempel. Den baut er jetzt einfach so, lässt uns so allein, dass du immer weitermachen. Und er sagt einfach, er findet nicht mehr zurück. Bin zu doof, um Koordinaten zu lesen. Ja. Definitiv. Das Schlimme ist, das würdet ihr mir, glaube ich, sogar glauben. Ja, wenn wir echt. Was meinst du, Flo? Hm? Willst du es glauben? Was? Ja, wenn es, dass sie jetzt so blöd zum Koordinaten lesen ist. Jo. Schon, ne? Oh, ein Zombie mit Lederrüstung. Und ein Mini. Nee, das ist ein Sapling. Ich gehe jetzt Ding holen. Essen. Ich habe nicht kein Essen mehr. Komm her, Skelett. Bam. Und wir können mal wieder die Kühe poppen lassen. Ja, ich geh ein bisschen XP farmen. Ich mache jetzt noch was Produktives in der Folge. Ich lasse die Kühe poppen. Das nennst du produktiv? Ja, lass die Kühe vermehren, ne? Ich will mehr XP. Fresst Kühe, fresst und paart euch, fresst und paart euch. So. Genug Produktivität für diese Folge. Ja. Ziel für meine nächste Folge ist, die mit Eiern bewerfen. Wenn ich bis dahin überhaupt wieder da bin. Dann mach ich das halt, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Ist kein Problem. Ich merke mir das. Weißt du warum, Sili? Warum? Weil ich das an die Sili-Wand schreibe. Nee, mach ich nicht. Da kommt nur was ran, was der allmächtige Sili gesprochen hat. Komm, Sili, du hast noch was. Ich weiß, was noch dran kommt. Was? Du bist der Wand unwürdig, Michi. Ach, ich hab 2 Schilder. Ja, komm, die Sili-Wand hat Schilder dran gepappt, die noch unbeschrieben sind. Also, Sili, du musst jetzt auch noch was für mich diktieren, was drankommt, okay?
sprich jetzt etwas, das schreiben wir an diese CD-Wand. Aber nur wenn es kulturell, Quatsch, wohin, qualitativ hochwertig ist. Wohin? Hier? Ja. Hierhin? Du darfst meine literarischen Ergüsse doch nicht, Das nicht! Literarisch. Ergüsse. Bitte schreib das dann noch daran, Flo, okay? Schreib einfach literarischen Ergüsse ran. Halt! Jetzt schreib hier noch literarische Ergüsse ran, aber das kann man nicht lesen, weil es zu viel ist. Warte, ich muss es ein bisschen abändern. So, das reicht schon. Ach komm, meine Tastatur spackt schon wieder. Ich muss die mal umstellen. Die springt immer von Deutsch auf Englische Tastatur um. Schreib du ran. Mann, gib mir das Schild dann wieder. Du sammelst das immer auf. So. Wie schreibt man literarisch, Alter? So wie man spricht. So wie man spricht. Ja. Okay. Warte, ich soll den Creeper abschießen. Ergüsse mit Doppel-Erschuhe, ne? Jo. Okay. So, jetzt haben wir die Rückwand, das sieht jemand auch fertig. Jetzt können wir dann noch die rechte und linke Wand damit beschriften. Die Skelette mit ihrem Auto, ey. Stimmt, das fehlt noch. Ich will nichts sagen, aber ich habe gerade einfach nur die Facecam mit dem Kopf gewackelt. Also, die Folge ist um. Wir haben in dieser Wand die Ziegelwand vervollständigt. Ja, Mann, diese Wand, Alter. Ey, das ist die beste Wand, ja. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat mit der Ziegelwand-Vervollständigung, dann lasst ein paar literarische Ergüsse da, also damit meine ich Daumen hoch. Und wenn dann ist das Kommentare, aber literarische Ergüsse sind keine Daumen hoch. Okay, dann sind es Kommentare. Alter, das kommt nach der Ziegelwand. Lasst ein paar Daumen nach oben da und ein paar literarische Ergüsse. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge beim Assassin's Creed TV wieder. Bis dahin, ciao Leute. Ciao.